Meine Damen und Herren, heute beginnen wir mit einem zentralen Kapitel der Thermodynamik. Wir haben ja schon einiges jetzt in der Thermodynamik hinter uns gebracht. Ich möchte kurz rekapitulieren. Das Wichtigste gleich am Anfang, meine ich, war, dass wir den Temperaturbegriff eingeführt haben, weil die Temperatur ist die Größe, die neu dazugekommen ist, wenn wir über thermodynamische Vorgänge sprechen. Haben die Temperatur zunächst definiert, dann auf kinetische Weise interpretiert, haben dann über Transportvorgänge und über Wärmekapazitäten gesprochen und jetzt haben wir sozusagen das Terrain vorbereitet, um uns in einer geschlossenen Weise über Energieaustausch in thermodynamischen Systemen zu unterhalten, wobei hier natürlich in erster Linie im Hintergrund steht, dass man aufgrund thermodynamischer Gesetzmäßigkeiten Maschinen konstruieren kann, die es gestatten, eben Arbeit zu leisten. Eine Sache, die seit James Watt und der Dampfmaschine und dann weiter letzten Endes dem Ottomotor, mit dem wir heute noch unterwegs sind, eine unwahrscheinliche Erfolgsstory, wie lange es den schon gibt und der fährt immer noch. Es ist einem immer noch nicht wirklich was viel Besseres eingefallen, ansonsten wäre er ja schon nicht mehr da. Und um also diese Funktionsweise wirklich zu durchschauen, wie man also da in thermodynamischen Systemen Energieübergänge beschreiben kann, hat sich gezeigt, dass es nützlich ist, Hauptsätze in der Thermodynamik einzuführen, also grundlegende Sätze, die teilweise auf den üblichen Gegebenheiten und Gesetzmäßigkeiten, die wir schon kennen, basieren, nämlich insbesondere auf der Energieerhaltung, teilweise aber auch neue Aspekte hineinbringen, die in der üblichen Physik kleiner Systeme in der Form noch nicht vorhanden waren. Also wir sprechen jetzt im Kapitel 7 über die Hauptsätze der Thermodynamik. Einerseits ist das also ein äußerst wichtiges und auch durchaus schönes und geschlossenes Gebiet. Andererseits hat es auch gewisse Schwierigkeiten in sich, weil Sie werden sehen, heute schon, dass wir mit Größen konfrontiert werden, die man zwar eindeutig definieren kann, weiß, wie man sie sich ausrechnen kann, die aber keine so unmittelbare, anschauliche Interpretation zulassen, wie das eigentlich bei allen Größen war, die wir bisher in der Physik kennengelernt haben. Man muss sich also damit abfinden, dass im Bereich der Thermodynamik man sinnvollerweise mit Größen operiert, die nicht so unmittelbar anschaulich einsichtig sind, wo wir zwar verstehen, wie sie sich verhalten und wo ein Zoomen sie braucht, aber wofür wir gewissermaßen kein Sinnesorgan haben. Und wofür man kein Sinnesorgan hat, das ist irgendwie sowas, naja, das ist halt ganz interessant, aber es ist nicht wirklich was. Also das ist aber auch wieder etwas, was mehr an uns liegt sozusagen, weil wir halt kein Sinnesorgan dafür haben. Ansonsten würden wir die Dinge vielleicht dann auch noch unmittelbar plausibler verstehen. Also Sie werden schon sehen, wir haben hier begrifflich etwas mehr zu kämpfen wie bei anderen Gebieten in der Physik. Was wir also wollen, ist eine geschlossene Beschreibung von Erfahrungen, die man im Zusammenhang mit thermodynamischen Systemen und insbesondere mit dem Energieaustausch in
in thermodynamischen Systemen gewonnen hat. Es zeigt sich, dass man also mit Hilfe von drei Hauptsätzen im Wesentlichen die Dinge, die über den Energieaustausch in thermodynamischen Systemen wichtig sind, beschreiben kann. Und die wollen wir also Schritt für Schritt besprechen. Heute natürlich als erstes der erste Hauptsatz. Dazu einige Bezeichnungen, die ich vorher besprechen möchte. Was verstehen wir unter einer Zustandsgröße? Eine Zustandsgröße, das ist eine makroskopische Beschreibungsgröße für ein System, sowas wie der Druck oder die Temperatur oder das Volumen eines Systems, es gibt auch ein paar andere noch, die kann man sich ja gut vorstellen, weil Druck, das spürt man ja, Temperatur auch, wenn es heiß wird, und Volumen kann man sich auch vorstellen. Also eine solche Größen, die einem System zukommen, ohne dass man sagen muss, in welcher Weise und auf welchem Weg man zu diesem Zustand gelangt ist. Also eine makroskopische Beschreibungsgröße, die einem thermodynamischen Zustand objektiv zukommt. Jetzt werden Sie sich denken, naja, das ist ja eh klar, alle diese Zustandsgrößen sind sowas. Sie werden aber sehen, dass zum Beispiel die Wärmemenge Q, wo man also so Delta Q einem System zuführen kann, dass diese Wärmemenge Q keine Zustandsgröße ist. Denn man kann auf unterschiedliche Weise zu bestimmten Zuständen kommen. Es kann zum Beispiel bei einer Wärmezufuhr zu einem System einerseits dazu führen, dass die innere Energie U höher wird, oder aber auch, dass zumindest ein Teil dieser Wärmemenge in mechanische Arbeit umgesetzt wird. Das hatten wir gestern ja schon betrachtet, oder war es vorgestern, wo wir also, ich glaube es war gestern, wo wir über die Wärmekapazität bei konstantem Volumen und bei konstantem Druck gesprochen haben. Es macht einen Unterschied, wenn man eine gewisse Wärmemenge zuführt, ob das jetzt komplett in innere Energie umgesetzt wird oder ob ein Teil davon in mechanische Arbeit übergeführt wird. Also die Wärmemenge ist ein typischer Vertreter, ein typisches Beispiel dafür, dass es auch Größen gibt, die keine Zustandsgrößen sind. Und das werden wir in weiterer Folge auch noch genauer zu besprechen haben. Das ist ein zentraler Punkt. Ohne Verständnis dieses Punktes kann man auch nicht verstehen, wieso es thermodynamische Maschinen gibt, die mechanische Arbeit leisten können. Und das ist ja was Wichtiges, sonst könnte man nicht mit dem Auto fahren und verschiedene andere Sachen auch nicht machen. Also dieses Faktum, dass man Wärmeenergie in mechanische Energie umsetzen kann, dieses Faktum ist für uns sehr, sehr wichtig. Aber es zeigt sich, dass diese Wärmeenergie keine Zustandsgröße ist, weil man eben einen Teil von ihr in mechanische Energie umsetzen kann. Damit ist sie aber als Wärmeenergie weg. Ich kann jetzt schon vorausschicken, die Wärmemenge und auch die verrichtete Arbeit bei einem System, das sind keine Zustandsgrößen, sondern Grenzflächenkonzepte. Man kann über die Grenzfläche von außen nach innen in das System hinein eine gewisse Wärmemenge transportieren und man kann auch eine gewisse Arbeitsmenge verrichten, indem dann eben dieses System Arbeit leistet an der Umgebung. Man führt was zu, man führt was ab.
aber diese Wärmemenge als solches ist genauso wenig eine Zustandsgröße, wie die Arbeit in dem Sinn eine Zustandsgröße ist, weil sie ineinander umgesetzt werden können. Na, das werden wir dann noch im Detail konkreter besprechen. Es zeigt sich, und das haben wir an Beispielen schon gesehen, dass solche Zustandsgrößen entweder proportional sind zur Systemmasse oder unabhängig sind von der Systemmasse. Zwischendurch kommt eigentlich nichts vor. Das heißt, sie können entweder extensive Größen sein, das ist beispielsweise das Volumen eines Systems oder die innere Energie U eines Systems. Wenn man das System doppelt so groß macht, also doppelt so viel Masse hat, dann wird auch das Volumen bei sonst ungeänderten Bedingungen doppelt so groß werden und auch die innere Energie. Während zum Beispiel Größen wie der Druck und die Temperatur sind intensiv. Extensiv ist also das Volumen etwa oder die innere Energie. Intensiv sind der Druck und die Temperatur. Und da gibt es natürlich noch ein paar weitere Größen. Und unter thermodynamischem Gleichgewicht, auch etwas, was für das Weitere sehr wichtig sein wird, versteht man eine Situation, wo bei einem System die Zustandsgrößen, die dieses System beschreiben, zeitlich invariant sind. Und unter einer Zustandsgleichung, das haben wir ja für den Fall des idealen Gases schon gesehen, darunter versteht man eine Funktion der Größen P, V und T, die diese drei Größen miteinander verbindet, im Gleichgewicht. Also, eine Zustandsgleichung hat die Form F von P, V und T gleich 0 im Gleichgewicht. Für ideale Gase hatten wir das schon, PV minus NRT ist gleich 0. Und für andere Systeme, etwa für reale Gase oder auch für Flüssigkeiten oder was auch immer, kann man derartige Zustandsgleichungen auch aufstellen. Und was jetzt noch ganz wesentlich ist, ist, wenn wir eine Änderung von Zuständen durchführen, also von einem Zustand in einen anderen Zustand überwechseln, dann möchte ich jetzt erklären, was man unter einer reversiblen Zustandsänderung versteht. Eine reversible Zustandsänderung. Ja, das ist eine solche, wobei die zeitliche Umkehr der äußeren Bedingungen, die zunächst einmal zu der Zustandsänderung geführt haben, dann auch zu einer Umkehr der Zustandsänderungen führt. Das heißt, wenn ich zum Beispiel eine Zustandsänderung dadurch durchführe, dass ich einen Zylinder habe und dann einen Kolben ein Stück herausziehe, dann habe ich dadurch eine Zustandsänderung erreicht. Wenn ich jetzt die Sache umkehre und den Kolben wieder zurückschiebe, dann habe ich auch die Umkehrung dieser Zustandsänderung bewirkt. Also ist eine derartige Zustandsänderung eine reversible Zustandsänderung. Wenn ich hingegen wiederum ein System in einem Zylinder betrachte, wo dann beispielsweise, hatten wir schon besprochen, in diesem Zylinder eine Membrane sich befindet und auf einer Seite ist Gas drinnen, im anderen, auf der anderen Seite Vakuum und Sie machen jetzt diese Membrane auf oder ein Ventil auf, dann fließt das Gas ins Vakuum hinüber. Wenn Sie aber jetzt dieses Ventil wieder zumachen,
ist jetzt nicht das Gas wieder zurückgeflossen. Das heißt, Sie sehen daran unmittelbar, dass also zum Beispiel die Ventilöffnung in einem solchen System zu einer irreversiblen Zustandsänderung führt, weil eine Umkehr der äußeren Bedingungen, die zunächst einmal zur Zustandsänderung geführt haben, nicht wieder die Zustandsänderung rückgängig macht. Eine, wie ich glaube, ganz einfache Unterscheidung. Reversible und irreversible Zustandsänderungen. Das ist etwas, was uns dann auch noch in weiterer Folge beschäftigen wird. Also ich schreibe das da jetzt nicht her, aber für Sie ist es klar, wir haben es ausgesprochen, eine Umkehr der äußeren Bedingungen, die zu der Änderung geführt haben, muss dann auch zu einer Umkehr der Zustandsänderungen führen. Jetzt schreibe ich es da her. Umkehr der äußeren Bedingungen folgt Umkehr der Zustandsänderung. Naja, und jetzt wollen wir einmal gleich beginnen mit einem ganz wichtigen Erfahrungssatz. Es zeigt sich aus vielerlei experimentellen Erfahrungen, als Erfahrungssatz gilt der erste Hauptsatz der Thermodynamik. Die Größen, die da drinnen vorkommen, kennen wir bereits. Dieser erste Hauptsatz, der gilt für beliebige Zustandsänderungen. Und er besagt ganz was Einfaches. Die Summe der einem System zugeführten Wärme und der einem System zugeführten Arbeit ist gleich der Zunahme der inneren Energie dieses Systems. Dieser Hauptsatz beinhaltet das schon, was ich vorhin erwähnt hatte, dass diese Wärmemengen und die Arbeitsmengen Grenzflächenkonzepte sind. Es geht darum, dass hier etwas zugeführt oder wenn es negativ genommen wird, dann auch abgeführt wird. Also es gilt, dass die Summe der zugeführten Wärme von zugeführter Wärmemenge und zugeführter Arbeit sich wiederfindet sozusagen, also gleich ist der Zunahme der inneren Energie. Und das lässt sich natürlich auch in einer einfachen Weise formal aufschreiben. Delta U, die Änderung der inneren Energie, setzt sich zusammen aus Delta Q, der zugeführten Wärme, plus Delta W, der zugeführten Arbeit. Das ist die Aussage des ersten Hauptsatzes der Thermodynamik. Wir kennen diese Größen schon, wir haben insbesondere auch die innere Energie zu kennengelernt. Und es ist nun so, dass man eben sagen kann, die innere Energie ist wirklich eine Zustandsgröße. Wir hatten ja davon gesprochen,
die Summe der Energien der einzelnen Moleküle in dem vorhandenen System. Während also die Größen Delta Q und Delta W Grenzflächenkonzepte sind. Die finden sich nicht separat erhalten in diesem System, sondern es geht nur darum, dass man eben gewisse Beträge über die Grenzfläche von außen in das System hineinbringt. Dieser erste Hauptsatz lässt sich auch in einer griffigen Form darstellen, indem man sagt, es gibt kein perpetuum mobile erster Art. Da muss man natürlich dazu sagen, was man unter einem solchen Perpetuum mobile erster Art versteht. Na, das ist eine Maschine, das würde man sich wünschen, die Arbeit verrichtet, ohne dass ihr von außen Energie zugeführt wird und ohne Änderung ihrer eigenen inneren Energie. Der Lebenstraum der Menschheit, das spüren sie aber nicht. Also letztlich ist das die große Aussage des ersten Hauptsatzes und da sehen Sie schon, wie diese ganze auf Hauptsätzen aufgebaute Thermodynamik eng mit den thermodynamischen Maschinen verbunden ist. Das ist heute eine ganz wichtige Grunderfahrung des Menschen, dass man gern Maschinen hat, die einem die Arbeit abnehmen. Und dann wäre es halt schön, wenn man dafür auch nichts tun müsste und die machen das von allein. Aber das tun sie eben nicht. Es gibt also kein solches Perpetuum mobile erster Art, was also bedeutet, dass eben es keine Maschine gibt, die ohne Energiezufuhr und ohne Verbrauch eigener Ressourcen sozusagen eben Arbeit verrichten kann. Jetzt sage ich hier erster Art. Dabei das, was man also üblicherweise, ohne das dazu zu sagen, nur Perpetuum mobile sagt, ist einfach sowas. Und man hat sich ja jahrzehntelang, jahrhundertelang bemüht, so Perpetua mobile zu konstruieren, aber natürlich ohne Erfolg. Und da war das dann die Konsequenz, so etwas geht eben nicht, das immer weiter und weiter läuft, ohne dass man etwas tut. Dieser erste Hauptsatz, so wie er hier steht, ist natürlich letzten Endes nichts anderes als eine thermodynamische Verallgemeinerung des Energieerhaltungssatzes, wo jetzt also zusätzlich zu der mechanischen Gesamtenergie, die wir ja im früheren Teil dieser Vorlesung besprochen haben, neben der potenziellen und der kinetischen Energie einzelner Teilchen eine thermische Energie dazukommt. Da steht ja eine Wärmemenge drinnen, die da zugeführt wird. Und dadurch ergibt sich also eine Erweiterung des Energieerhaltungssatzes. Sie erinnern sich, wir hatten den in der Mechanik ja so formuliert, für konservative Systeme gilt, dass die Summe von kinetischer und potenzieller Energie erhalten bleibt. Aber für nicht-konservative, zum Beispiel wenn Reibungskräfte vorliegen, dann gilt das nicht mehr. Na, solche Einschränkungen brauchen wir jetzt nimmer mehr, weil aufgrund von Reibungsvorgängen kann ja Wärmemenge entstehen und solche Wärmemengen sind hier mit berücksichtigt bei dieser Erhaltung. Das heißt, der Energiesatz sozusagen hat aufgrund dessen sehr an Bedeutung gewonnen, weil man eben durch diese Hinzunahme der thermischen Energie in gewisser Maße auch für Systeme wieder gerettet hat, sodass er da wieder gültig bleibt, wo man früher in der
Mechanik einfacher, kleiner Systeme gefunden hat, da gilt der Energieerhaltungssatz als Erhaltung der mechanischen Gesamtenergie nicht mehr. Durch geschickte Verallgemeinerung des Energiebegriffs, wo man also die Wärme als Energieform dazu nimmt, kommt man zu dieser Verallgemeinerung. Und damit ist also der Energiesatz sehr stark hat er an Bedeutung zugenommen gewissermaßen. Damit Sie jetzt sehen, was man mit diesem ersten Hauptsatz anfangen kann und was für verschiedene Größen hier von Bedeutung sind, wollen wir jetzt ein paar Zustandsänderungen konkret durchführen. Wir schauen uns spezielle thermodynamische Prozesse an. Wobei ich dazu sagen kann, diese Prozesse sind durchaus anschaulich und einfach zu verstehen. Ich knüpfe hier auch unmittelbar an Dinge an, die wir schon im Zusammenhang mit der Besprechung der Wärmekapazität vor kurzem besprochen haben. Die Wärmekapazität wird auch hier wieder eine Rolle spielen. Aber jetzt also im Zusammenhang mit der Gültigkeit dieses ersten Hauptsatzes. Und da sprechen wir zunächst einmal über einen speziellen Prozess, über isochore Prozesse. Isochore Prozesse definieren wir als solche, wo V konstant ist. Und was wir machen ist, wir gehen also davon aus, wir betrachten ein ideales Gas, das sollte ich noch dazu sagen, spezielle thermodynamische Prozesse in idealen Gasen. Wieder einmal, weil man die halt besonders gut beschreiben kann, weil es für die eine übersichtliche, einfache Zustandsgleichung gibt. Aber natürlich besteht die Natur nicht nur aus idealen Gasen. Und daher ist es natürlich sehr wichtig, das auch nach Möglichkeit zu verallgemeinern. Und wenn uns die Zeit bleibt, am Schluss wollen wir auch noch kurz über den Tellerrand schauen, zu den realen Gasen mitsamt ihren Zustandsänderungen, also mitsamt ihren Phasenübergängen, dann kommt man nämlich in den Bereich von Flüssigkeiten und Festkörpern auch hinein. Also jetzt aber noch einmal eben ideale Gase. Naja, und bei idealen Gasen gilt ja, dass die zugeführte Arbeit gleich ist minus P mal dV, wenn Sie sich erinnern. Das hatten wir im Zusammenhang mit der Besprechung der Wärmekapazitäten bereits uns überlegt. Das ist etwas, was ich jetzt nicht noch einmal wiederholen möchte, aber denken Sie sich wieder an einen Zylinder, wo drinnen ein Kolben läuft. Es gibt drinnen ein Glas. Wenn Sie jetzt diesen Kolben um ein Stück herausschieben, dann haben Sie ein Delta V, um was das Volumen dieses Gases größer wird. Es ist ein Druck in diesem Gas und dieses P mal Delta V ist dann nichts anderes als die Arbeit, die dieses Gas nach außen leistet, also abgibt. Daher ist die zugeführte Arbeit gleich minus P mal dV. Oder anders gesagt, wenn man Arbeit zuführt, dann wird man das System verkleinern und damit wird das dV wieder kleiner als 0 sein. Jedenfalls muss da dieses Minus dazwischen sein. Dass ich hier Delta und da D schreibe, hat den Sinn, dass ich damit zum Ausdruck bringen möchte, dass dieses W keine Zustandsgröße ist, von der man hier nur ein Delta nimmt gewissermaßen, während das V sehr wohl eine Zustandsgröße ist. Das Delta W ist halt eine gewisse Arbeitsmenge,
die man zuführt, lässt sich aber nicht darstellen als die Differenz zweier Arbeitsinhalte gewissermaßen. Während beim Volumen ist es anders. Es gibt ein Volumen des ganzen Systems und die Änderung des Volumens ist auch tatsächlich eine Änderung zwischen zwei Volumenswerten. Während dieses Delta W ist nicht als Änderung zwischen zwei Arbeitsinhalten zu verstehen gewissermaßen, sondern nur eine Quantität an Arbeit, die dem System zugeführt wurde. Verstehen Sie diesen Unterschied? Ich kann eine gewisse Arbeit dem System zuführen. Ich kann also an dem System Arbeit leisten, ich kann ihm auch Wärmemenge zuführen, aber das bedeutet nicht, dass damit der gesamte wohldefinierte Wärmeinhalt oder Arbeitsinhalt verändert wird, weil Wärmemenge und Arbeit gar keine Zustandsgrößen sind. Und um das zum Ausdruck zu bringen, dass dieses Delta W nur eine gewisse Arbeitsmenge ist, die man zuführt, aber nicht als Differenz zweier wohldefinierter Arbeitsinhalte aufzufassen ist, schreibe ich das mit einem Delta. Während Volumen ist sehr wohl etwas, was dem System allgemein zukommt und ein DV ist eine Änderung des Volumens, aber stellt sich dar als Differenz zweier dem System vorher und nachher zukommender Zustandsgrößen, nämlich dem Volumen vor und nach der Veränderung. Ist Ihnen das verständlich? Das ist schon ein wesentlicher Punkt, wo es viel Unklarheit gibt. Warum schreibt er da ein Delta und schreibt er da ein D? Das ist als Differential einer Funktion, einer Zustandsgröße aufzufassen. Während das ist nicht das Differential einer Zustandsgröße. Dieses System hat keinen Wärmeinhalt oder keinen Arbeitsinhalt als Zustandsgröße, sondern es kann nur eine gewisse Arbeit als Grenzflächenkonzept zugeführt werden. Das beschreibe ich so. Einigermaßen verständlich, was ich damit meine? Wird hoffentlich in der Praxis dann noch etwas klarer werden. Naja, wenn wir das hier verwenden, dann können wir gleich den ersten Hauptsatz formulieren. Nach erstem Hauptsatz erhalten wir dann, dass das DU, das schreiben wir also jetzt eben als Differential der inneren Energie, das ist ja eine Zustandsgröße, gleich ist Delta Q plus Delta W und das ist minus P mal dV. Naja, und jetzt natürlich sehen Sie, wir haben ja gesagt, V soll konstant sein. Da heißt das natürlich gleich Null. Wir setzen es ja voraus, dass sich V nicht ändert. Und damit erhalten wir sofort, dU ist gleich Delta Q. Also das bedeutet, dass in dem Fall die zugeführte Wärmemenge Delta Q wird zur Gänze, also wird vollständig zur Erhöhung der inneren Energie verwendet. Naja, warum? Ist ja auch unmittelbar verständlich, weil aufgrund der Voraussetzung, dass das V konstant ist,
dieses System ja keine mechanische Arbeit leisten kann. Dazu müsste ja wo ein Kolben verschoben werden. Und das bedeutet eine Volumensänderung. Das haben wir aber jetzt gerade explizit ausgeschlossen. Und damit kann diese zugeführte Wärmemenge, die man also da in das System hineinsteckt, indem man halt irgendwie unterheizt oder eine Heizwicklung hineingibt oder irgendetwas, dass sich die dann komplett wiederfindet in der Erhöhung der inneren Energie. Naja, und wir hatten ja schon bei der Besprechung der Wärmekapazität erhalten, dass ja gilt, dass das Delta Q gleich ist für derartige isochore Prozesse N mal CV mal dT. Zwischen Delta Q und Delta T gibt es die Wärmekapazität und die stellt sich als Molzahl mal Molwärme dar. Und dementsprechend kann man das also in der Weise schreiben, weil Delta Q gleich dU ist, dass das gleich dU ist. dU ist gleich nCV mal dT und daraus erhält man sofort, dass man für den Fall diese Molwärme bei konstantem Volumen aufschreiben kann, diese Größe, als 1 durch N herübergebracht mal dU nach dT bei konstantem Volumen V. Eine Eigenschaft der Molwärme, dass sie sich ergibt als durch Differenziation dieser Zustandsgleichgröße U der inneren Energie nach der Temperatur natürlich, Blödsinn, nach der Temperatur, nach dT. Und ich schreibe das partiell, weil natürlich die innere Energie auch von anderen Eigenschaften des Systems abhängig sein kann. Bei idealen Gasen allerdings ist sie im üblichen Fall nur von der Temperatur abhängig. Also bei dieser Zustandsänderung zeigt sich, dass wenn man bei isochoren Systemen Wärmemenge zuführt, dann findet sich die komplett wieder in der Vergrößerung der inneren Energie. Jetzt schauen wir uns isobare Prozesse an. Bei isobaren Prozessen ist es so, dass wir den Druck konstant halten. Naja, auch hier wieder verwenden wir den ersten Hauptsatz. Und hier schreiben wir den jetzt wieder so auf, wie wir ihn hier schon hatten, laut erstem Hauptsatz ergibt sich, so wie er dort steht, dass das dU U dass das dU gleich ist Delta Q minus PdV. Weil das minus PdV ja gleich Delta W ist. dU ist gleich Delta Q minus P mal dV. Naja, und jetzt ist es natürlich so, wenn man einem System, bei dem der Druck konstant gehalten wird, Wärmemenge zuführt, dann, und zwar einem idealen Gas, dann wird einerseits die Temperatur zunehmen, aber andererseits wird es sich auch expandieren. Das haben wir ja schon gesehen bei dem Gay-Lussac'schen Versuch, wenn Sie sich erinnern. Da hatten wir doch mit der heißen Luft
ein Volumen aufgewärmt und der Kolben ist hinausgewandert. Wir hatten daraus dann uns die Zustandsgleichung ermitteln können. Also die Zuführung von Wärmemengen tut jetzt zweierlei. Einerseits führt sie teilweise zu einer Erhöhung der Temperatur und damit der inneren Energie. Andererseits aber wird sie teilweise in eine Abfuhr von mechanischer Arbeit umgesetzt, weil ja bei dem System mit dem Zylinder, wo da drinnen ein Kolben steckt und da ist das Gas drinnen, weil ja dieser Kolben um ein Stück weiter wandert und dadurch wird Arbeit geleistet. Wenn von außen ein Delta Q zugeführt wird, wird da mal ein Minus Delta W abgeführt und außerdem gibt es da drinnen ein DU, die Änderung der inneren Energie. Beides passiert. Das führt einerseits zu einem Anstieg der inneren Energie und andererseits zu einer Abfuhr von Arbeit. Eine kompliziertere Situation. Hier hatten wir es so, dass die zugeführte Wärmemenge zur Gänze vollständig zur Erhöhung der inneren Energie verwendet wird. Da gab es keinen Kolben, der sich bewegen kann. Jetzt sagen wir aber, der Druck ist konstant. Der von außen auf diesen Kolben wirkende Druck ist konstant. Wenn Sie jetzt da Wärme zuführen, dehnt sich das Gas aus. Wir hatten das Experiment. Gay-Lussac-Versuch. Also, das ist komplizierter. Es wäre aber schön, wenn man das doch in einer gleichartig einfachen Weise darstellen könnte, so dass man sagen kann, die zugeführte Wärmemenge wird auch hier zur Gänze verwendet zur Erhöhung einer bestimmten thermodynamischen Größe. Naja, wie soll das gehen? Die Thermodynamiker sind schon da immer sehr wiff gewesen und haben eine Größe konstruiert, die das kann. Allerdings, so besonders anschaulich ist diese Größe nicht. Es ist auch eine Energiegröße, muss es ja sein, weil Wärme ist Energieform, mechanische Arbeit ist naturgemäß eine Energieform. Es geht ja darum, dass man das miteinander in Beziehung setzt. Das muss wieder eine Energie sein. Na, und um das entsprechend machen zu können, führt man hier den Begriff der Enthalpie ein. Diese Enthalpie wird im Allgemeinen mit H bezeichnet und die ist so eine Art innere Energie, aber doch nur ein bisschen mehr. U plus P mal V. Und jetzt bleibe ich Ihnen eine unmittelbare, anschauliche Interpretation schuldig. Das, was diese Enthalpie kann, werde ich Ihnen gleich vorführen. Die macht das jetzt so, dass man auch bei diesem isobaren Prozess, wo man eben diese Komplikation hat, dass das Delta Q sich teilweise zu einer Erhöhung der inneren Energie verwendet und zum Teil auch dazu führt, dass eine mechanische Arbeit abgeführt wird, das bringt es wieder in Ordnung. Denn diese zugeführte Wärmemenge lässt sich jetzt wieder darstellen, so sie wird komplett umgesetzt in eine Erhöhung der Enthalpie. Und warum reitet man da so drauf herum? Ja, weil die Chemiker meistens beim Durchführen von chemischen Reaktionen im Labor unter konstantem Druck arbeiten, unter dem normalen Atmosphärendruck. Die sind meistens nicht unter isochoren Bedingungen, sondern unter isobaren Bedingungen. Der normale Luftdruck in der Atmosphäre wirkt immer auf das Reagenzglas und wenn da irgendeine Reaktion abläuft,
dann so, dass der Gesamtdruck des Systems erhalten bleibt. Natürlich ist das nicht immer so. Es gibt da Untersuchungen, wo das dann nicht so ist. Aber in vielen Fällen wird so experimentiert. Daher sind die isobaren Situationen, insbesondere auch in der Chemie, von großer Bedeutung. Aber um da jetzt so einfach wie hier argumentieren zu können, braucht man daher dort die Enthalpie. Wieso? Wie geht das jetzt? Wenn wir die Enthalpie hier haben, dann können wir sofort ihr Differential bilden. Das dH, das ist ja sichtlich auch eine Zustandsgröße, weil U ist eine Zustandsgröße, P und V sind Zustandsgrößen, daher ist auch H, die Enthalpie, eine Zustandsgröße. Da heißt es, ist dH gleich dU plus, und das ist ein Produkt mit Produktregel, PdV plus VdP. So bildet man in der Differentialrechnung Differentialen. Und jetzt haben Sie P konstant bei dem isobaren Prozess. Da heißt das gleich 0. Und was bleibt über? Das dU, das dH ist gleich dU plus PdV. Und jetzt schauen Sie sich das an. Da oben haben wir Delta Q ist gleich dU plus PdV, wenn man das auf die andere Seite bringt. Da steht dU plus PdV. Man erkennt damit also sofort, dass das Delta Q gleich ist dem dH. Und damit haben wir was Ähnliches wie da. Da haben wir Delta Q ist gleich dU. Da haben wir Delta Q ist gleich dH. Und damit kommt jetzt als Folgerung, ganz analog zu dem, was wir hier hatten, die zugeführte Wärmemenge Delta Q, die da hineingeheizt wird in dieses System, nicht? So wie das der Herr Kollege Litschauer bei dem Gay-Lussac-Versuch mit dem Heißluftföhn gemacht hat, mit dem er das angeblasen hat. Sie erinnern sich sicher an dieses schöne Gay-Lussac-Experiment. Und dann ist so schön langsam der Kolben herausgekommen. Genau das, was ich Ihnen hier aufzeichne. Also diese zugeführte Wärmemenge Delta Q wird also jetzt vollständig zur Erhöhung jetzt natürlich nicht der inneren Energie, sondern der Enthalpie H verwendet. Obwohl der Prozess, wie er so physikalisch anschaulich sich darstellt und wie ich ihn hier gezeichnet habe, natürlich ein bisschen komplizierter ist, weil eben, wie gesagt, ich wiederhole es noch einmal, die zugeführte Wärme ja zum Teil zur Erhöhung der inneren Energie U und zum Teil zur Arbeitsleistung an die Umgebung verwendet wird. Wenn man aber diese Größe der Enthalpie einführt, kann man auch für diese in der Praxis sehr wichtigen isobaren Prozesse die gleiche Darstellung finden, völlig analog. Wieder wird die zugeführte Wärmemenge vollständig zur Erhöhung einer bestimmten Zustandsgröße verwendet und dies ist die Enthalpie. Deswegen spricht man auch oft in der Chemie dann
von Reaktionsenthalpien. Wenn bei irgendeiner Reaktion eine Wärmemenge auftritt und das betrachtet man alles bei konstantem Druck, dann werden sich die daraus ergebenden Zustandsänderungen am besten durch die Enthalpieänderungen beschreiben lassen, weil die Enthalpieänderung gleich der zugeführten Wärmemenge war. Ich weiß, das ist etwas unbefriedigend. Da sind wir jetzt an einem Punkt angekommen, wo Sie sehen, dass die Thermodynamik etwas spröde ist, sozusagen. Man definiert sich Größen, mit denen man gut arbeiten kann, die sehr praktisch sind. Und wenn man laufend mit solchen Dingen beschäftigt ist, gewöhnt man sich auch daran. Aber sie entbehren doch einer gewissen Unmittelbarkeit der Anschauung, so wie man es also gern hat, bei vielen anderen physikalischen Größen. Na, und jetzt möchte ich auch noch, ähnlich wie wir das bei der Isochoren-Situation gemacht haben, uns auch noch aufschreiben, dass wir ja, was wir schon hatten, uns dieses Delta Q auch mit Hilfe der Molwärme bei konstantem Druck aufschreiben können, als N mal Cp mal dt. Diesen Ausdruck hatten wir bereits. Und daher, nachdem, da haben wir N mal Cv mal dt gehabt für den Isochorenprozess, da N mal Cp mal dt für den isobaren Prozess. Das ist ja die Definition, daher dort V und da P für Isochor und Isobar. Na, und daraus natürlich ergibt sich jetzt in entsprechender Weise, indem ja dieses Delta Q gleich ist dem dH, Delta Q ist gleich dH, kriege ich dann hier entsprechend heraus, dass man eben das Cp jetzt darstellen kann, indem man da das N auf die andere Seite bringt, 1 durch N, und jetzt haben wir dH nach dt, aber bei konstantem Druck. Also die Änderung der Enthalpie bei konstantem Druck, das ergibt hier die Molwärme bei konstantem Druck. Viel mehr kann man, glaube ich, zumindest in dem Moment, nicht über die Enthalpie sagen, weil sie nicht wirklich eine viel anschaulichere Größe ist. Das ist ihre Haupteigenschaft. Jetzt wollen wir uns isotherme Zustandsänderungen anschauen. Also, wir halten die Temperatur konstant. T ist gleich konstant. Indem man sich vorstellt, zum Beispiel, ein System befindet sich in einem Wärmebad, wo also außen, selbst wenn ein bisschen Wärmemenge abgegeben wird, ändert das nichts an der Temperatur dieses umgebenden Wärmebades. Und wieder kriegen wir nach dem ersten Hauptsatz in entsprechender Weise Delta Q, dU ist gleich Delta Q minus dU ist gleich Delta Q minus PdV. Naja, und jetzt wissen wir aber, dass U, das ist ja gegeben gleich N mal F halbe mal R mal T. Das ergibt sich ja aus der Definition der Temperatur, wo wir da also noch mit der Molzahl multiplizieren. Und dementsprechend können wir das dU uns ausrechnen. Das dU ist daher N mal F halbe mal R mal dT. Naja, und indem jetzt ja die Temperatur konstant ist, ist ja das dT gleich 0. Und es ergibt sich damit, dass daher das d
dU gleich 0 sein muss. Halte ich also die Temperatur konstant, dann bleibt auch die innere Energie des Gases konstant. Eine Trivialität, weil die Temperatur beschreibt ja die kinetische Energie pro Molekül. Wenn die Temperatur konstant bleibt, bleibt die kinetische Energie, die mittlere pro Molekül konstant und daher auch in Summe über alle Moleküle bleibt daher die innere Energie konstant und dU ist gleich 0. Wenn aber dU gleich 0 ist, heißt das, dass Delta Q ist gleich PdV. Damit Delta Q ist gleich PdV. Na und das ist natürlich wieder eine ganz einfache Situation, die eine unmittelbare Schlussfolgerung erlaubt. Wenn das Delta U, das Delta Q gleich PdV ist, dann heißt das, dass die zugeführte Wärmemenge, das Delta Q, wird also vollständig in Arbeit umgesetzt. In Arbeit, und zwar die Arbeit minus Delta W, umgewandelt. Das heißt, bei der Zeichnung da oben, wo man Delta Q zuführt, wenn man die Temperatur konstant hält, wird sich das U, die innere Energie, gar nicht ändern und die gesamte zugeführte Wärme findet sich wieder in der geleisteten, von dem System abgeführten Arbeit Delta W. Naja, und wenn man also T konstant hält, bei T gleich konstant, erhält man auch wegen der Gültigkeit der Zustandsgleichung, dass daher dann gleich P mal V gleich nRT, aber T ist konstant, also konstant ist. Und das sind die, glaube ich, schon seinerzeit einmal erwähnten Isothermen des idealen Gases. Wenn P mal V konstant bleibt. Dann sieht das also so aus, das sind Isothermen. Boyle-Mariottsches Gesetz. Naja, was haben wir jetzt bis jetzt besprochen? Wir führen in verschiedenen Situationen hier Wärmemenge zu. Entweder in einer Situation, wo das Volumen konstant ist, da kann nichts davon in Arbeit übergeführt werden. Alles geht in innere Energie. Oder wenn wir die Temperatur konstant halten, da geht wieder dann nichts in die innere Energie über. Alles in die mechanische Energie. Oder aber wir halten den Druck konstant. Dann ist es ein bisschen komplizierter. Dann geht ein Teil in die Änderung der inneren Energie und ein Teil wird wieder als Arbeitsleistung abgegeben. Damit man da keine solchen Scherereien hat, mit dieser Aufteilerei führt man den Begriff der Enthalpie ein und auf diese etwas gezwungene Art und Weise erhält man wieder die Möglichkeit, die zugeführte Wärmemenge
wieder als Änderung nur einer einzelnen Zustandsgröße, in dem Fall eben der Enthalpie, darzustellen. Und damit kann man auch diese isobaren Prozesse formal genauso einfach beschreiben wie die anderen beiden. Nur etwas bleibt jetzt noch über. Was ist denn, wenn das System thermisch isoliert ist? Wenn also gar keine Wärmemenge zu- oder abgeführt werden kann. Also so wie in einer Thermosflasche zum Beispiel. Die sind so gebaut, dass also fast keine Wärmemengen über die Systemgrenzen gehen können. Na, das macht man, damit der Kaffee nicht kalt wird, wenn man eben auf einen Ausflug geht oder sowas. Da hat man dafür eine Thermoskanne. Und sowas wollen wir jetzt betrachten. Und das ist es, was wir unter den sogenannten adiabatischen Prozessen verstehen. Also solche Vorgänge, wo die Systeme thermisch isoliert sind. Sie können zwar Arbeit leisten und es kann sich der Druck ändern, aber auch das Volumen natürlich, aber es ist so gemacht, dass keine Wärmemengen über die Systemgrenzen kommen können. Na, bei den Isokoren-Prozessen, wo wir gesagt haben, das Volumen bleibt konstant, da war es so, dass keine Arbeit geleistet wird und auch nicht hineingesteckt werden kann. So passt es wieder da auch dazu, das ist jetzt ein System, wo keine Wärmemenge hinein oder heraus kann. Also wir versuchen das alles schon einigermaßen so hinzukriegen. Na wieder, wollen wir doch einmal aufschreiben, wie das jetzt ausschaut. Wieder laut erstem Hauptsatz ergibt sich, das ist immer jetzt unser Ausgangspunkt. Sie sehen ja, darum geht es hier bei allen diesen Überlegungen. Haben wir, dass das dU, schreiben wir das in die nächste Zeile, dU ist gleich, und da steht also jetzt wieder ein Delta Q minus PdV. Das minus PdV, das ist das Delta W. Und jetzt haben wir aber Delta Q gleich 0, weil wir sagen ja adiabatische Prozesse. Delta Q ist gleich 0 und damit wird es besonders übersichtlich. Da steht jetzt dU ist gleich minus PdV. Und da wollen wir uns jetzt anschauen, was wird denn da jetzt passieren? Na, da wollen wir wieder verwenden, was wir schon wissen von der inneren Energie, entsprechend der Definition der Temperatur. Wir hatten diese Beziehungen schon. N mal F halbe mal R mal T. Ich wiederhole hier noch einmal, es geht darum, dass mit dem F halbe mal K mal T hat man die Energie, kinetische Energie pro Molekül mal der Anzahl der Moleküle ist dann die ganze innere Energie. Und anstatt groß N mal K schreiben wir klein N mal R. Und N ist die Molzahl. Und damit kommt man auf genau das Gleiche. Nur für viele praktische Anwendungen, ach, das wird immer schierer, wird es dann besser mit Molzahl und Gaskonstante geschrieben. Es ist in der Literatur häufiger so zu sehen. Und ich möchte es Ihnen auch so vorführen, wie Sie es dann am ehesten wiederfinden, wenn Sie es wo lesen. Aber mit Groß N und K geht es genauso gut natürlich und ist vielleicht noch eine Spur anschaulicher. Und damit kommen wir natürlich von dem gleich zu einem dU, hatten wir auch vorhin gerade, N mal F halbe mal dT. Und das müssen wir jetzt in diese Beziehung hier einsetzen. Also kriegen wir eine Differentialgleichung. Gott sei Dank endlich wieder einmal eine Differentialgleichung. Das ist uns jetzt schon fast abgegangen, dass wir nie was mit Differentialgleichungen haben. Bitte.
Ich habe das R vergessen. Entschuldigen Sie. Danke, dass Sie es gesehen haben. Ja, was ich immer sage, eine wesentliche Voraussetzung eines tüchtigen Physikers ist, dass er gut abschreiben kann. Und wenn man irgendwo so einen Faktor verliert, natürlich am Weg, dann ist es schlecht. Also, das dU ist daher N mal F halbe mal R mal Delta T natürlich. R ist ja eine Konstante. Naja, und das setzen wir jetzt einfach da ein und haben die Differentialgleichung. Für dU schreiben wir N F halbe mal R mal dt, also n mal f halbe mal r mal dt und auf der anderen Seite steht pdv, also schreiben wir es gleich minus pdv. Na, das kann man noch ein bisschen umformen, indem wir verwenden die Zustandsgleichung des idealen Gases. Denn wir haben ja laut Zustandsgleichung PV gleich nRT und da können wir uns dieses P da drinnen herausrechnen. Wir haben dann damit P ist gleich nRT durch V. Und das setzen wir jetzt da ein. Was kriegen wir damit? Damit kriegen wir N mal F halbe mal R mal dt ist gleich minus. Und jetzt steht N R T durch V dv. Sehen Sie es? Das ist ganz eine einfache Rechnung. Ich sage Ihnen ja, mathematisch gesehen ist die Thermodynamik im Wesentlichen eine relativ einfache Geschichte. Nur mit den Begriffen ist es blöd. Na, irgendwo ist halt immer was. Da können wir also durch N kürzen. Und was wir dann da hier kriegen, ist, dass dieses F halbe mal R, dass das gleich dem CV ist. Der Molwärme bei konstantem Volumen, das müsste da irgendwo stehen. Delta Q ist N mal CV mal dt. Und das haben wir hier dann auch verwendet. N mal CV mal dt. Also hier steht die Molwärme. Und damit bleibt also stehen, CV mal dt ist gleich minus R mal t dv durch v. Ich glaube, jetzt habe ich es wieder hingekriegt. Ich hoffe jedenfalls. Jawohl, cv dt ist minus rt dv. Nur eine Änderung der Bezeichnungen. Nur jetzt kann man besser weiterrechnen. Also, entschuldigen Sie, das war jetzt ein bisschen eine Schmiererei in Ihrem Heft. Und jetzt sehen Sie, können wir die Trennung der Variablen machen. Und da trennen wir, auf der einen Seite steht dann das T und am anderen, auf der anderen Seite das V. CV mal dt durch t kommt herüber, ist gleich minus R mal dv durch v. Nun, wenn man das jetzt integriert, und das geht sich jetzt gerade noch in der letzten, am letzten Stück unserer Tafel aus, ergibt sich daraus, was ist, wenn man dt durch t integriert? Was kommt heraus? Lnt. Das ist schön, dass Sie das alles wissen. Und auf der anderen Seite minus r dv durch v haben wir lnv plus eine Integrationskonstante. Nun, das bedeutet jetzt natürlich, dass wir das entsprechend zusammenfassen können. Denn da steht, also was steht denn da? Schreiben wir das noch einmal auf. Ln t hoch cv,
Das ist ja so eine Logarithmuseigenschaft. Den Vorfaktor kann man da in den Exponenten hinaufsetzen. Und auf der anderen Seite steht minus ln v hoch r plus eine Konstante. Und wenn man das jetzt rüberbringt, hat man ln von dem plus ln von dem. Das ist aber dann ln von t hoch cv mal v hoch r. Und das ist dann eine Konstante. Naja, und das heißt aber, dass das t hoch cv mal v hoch r auch eine Konstante ist. Wenn es der Logarithmus ist, muss es die Größe auch sein. Und dieses r, das war ja gleich cp minus cv. Also haben wir t hoch cv mal v hoch cp minus cv. Ach, das ist so grauslich da, wie das ausschaut. Und das alles vor laufender Kamera, fürchterlich. Ist konstant. Und wenn man das jetzt noch ein bisschen umformt, und das führen wir jetzt im Einzelnen nicht durch. Wir haben schon ausgerechnet, wie das ausschaut. Es kommt jedenfalls heraus, t mal v hoch Kappa minus 1 ist gleich konstant. Oder, wenn man es noch einmal umrechnet, p mal v hoch Kappa ist konstant. Wobei das Kappa gleich ist cp durch cv. Das sind total triviale Umformungen. Nur unter Verwendung der Zustandsgleichung idealer Gase. Das brauche ich, das steht praktisch eh schon da. Wenn Sie da die cv, die Wurzel nehmen, steht t mal v hoch cp minus cv durch cv. Das ist cp durch cv, das ist kappa minus cv durch cv. Und da steht der Ansatz. Und wenn man da jetzt noch einsetzt, die Zustandsgleichung idealer Gase, kommen Sie auf pv hoch kappa ist konstant. Und jetzt kommt einmal die Situation, wo ich die dritte Tafel brauche. Um das jetzt nämlich noch darzustellen. Wenn man das mit dem Kappa, was also typischerweise für Luft zum Beispiel 1,4 ist, dieses Kappa, das ist ja, hängt ja mit den Freiheitsgraden zusammen. Wenn man das wirklich aufzeichnet, wieder im PV-Diagramm, dann zeichne ich da noch einmal die Isothermen ein. Diese Hyperbelkurven und mit einer anderen Farbe zeichne ich, rot passt da, zeichne ich die Adiabaten ein. Und wenn man sich das durchrechnet, das muss man sich halt durchrechnen, dann kommt man drauf, dass diese Adiabaten steiler verlaufen. Die gehen so. Also das sind die Adiabaten und das sind die Isothermen. Naja, das ist sehr leicht zu verstehen. Wenn Sie ein isothermes System komprimieren, dann geht der Druck halt ein bisschen hinauf. Aber es bleibt immer auf der gleichen Temperatur. Das heißt, es wird ja auch Wärme abgeführt. Hingegen, wenn Sie das System komprimieren, und zwar adiabatisch, und wir vermeiden, dass Wärme weggeht, dann steilt sich das auf, weil da geht die Temperatur hinauf, weil die Wärme kann ja nicht weg, dadurch muss die Temperatur höher werden. Und das bedeutet, dass der Druck stärker hinaufgeht und dass man quer über die ganzen Isothermen zu höheren Temperaturen kommt. Verstehen Sie das? Und da hat der Herr Litschauer für Sie heute ein schönes Experiment noch am Schluss mit einem richtigen Knalleffekt. Da machen wir es nämlich so, dass wir genau das tun. Wir komprimieren und zwar schnell, sodass die Wärmemenge gar keine Möglichkeit hat, abzufließen. Es muss adiabatisch sein. Es wird heißer.
und da im Innern liegt was, ein Wattebausch mit einer einer Substanz, die dann bei entsprechender Temperaturerhöhung explodiert. Und das nennen wir das adiabatische Feuerzeug oder pneumatische Feuerzeug. Immer ein interessantes Experiment, wo man immer Daumen halten muss, dass es funktioniert. Also passen Sie auf. Sie sehen es hier, dieses pneumatische Feuerzeug. Ich bin selber gespannt. Auf das freue ich mich schon die ganze Stunde. Bitte? Ja, haben Sie das Wattebauschal gesehen? Niemand hat das Wattebauschal gesehen. Okay. Und jetzt passen Sie auf. Wunderbar. Wir sind nicht in die Luft geflogen. Aber was Sie gesehen haben, ist diese ganzen trockenen Überlegungen, die ich Ihnen da heute die ganze Stunde vorgeführt habe, führen zu durchaus interessanten Phänomenen, nämlich zur adiabatischen Temperaturerhöhung bei rascher Kompression, wo die Wärmemenge, wir haben eine langsame Wissenschaft, keine Chance hatte, in der Kürze der Zeit hinauszukommen. Wird es heißer und die Geschichte explodiert. So viel für heute. Dankeschön. Sehr gut gegangen.